Die Kartbahn in Kerpen-Mannheim. Hier drehte Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher seine ersten Runden. Schon als 14-Jähriger gab Schumi hier bei der Europameisterschaft 1983 ordentlich Gummi. Hierhin kehrt er auch immer wieder gern zurück, wenn es der Terminkalender zulässt. Und sei es auch nur, um mit Bruder Ralf zum Spaß ein paar Runden zu drehen. Auch der kleine Schumi hat mittlerweile Erfolg mit großen Autos. Am vergangenen Wochenende gewann er sein erstes Formel 3000 Rennen. Die sportliche Geburtsstätte der Rennbrüder wird etwa im Jahr 2020 verschwunden sein. Dann nämlich haben die Braunkohlebagger sich bis dorthin durch die Erde gefressen. Die Kartbahn liegt im Bereich des Tagebaus Hambach. Auf 85 Quadratkilometern Fläche will der Rhein-Braun-Konzern hier 2,5 Milliarden Tonnen Kohle aus dem Boden holen. Nur ein paar Jahre später werden dann auch die beiden benachbarten Dörfer in dem größten Loch Europas verschwunden sein. Michael Schumachers Heimatort Mannheim. Äußerlich wirkt hier alles noch wie eine typisch rheinische Dorfidylle. Das ruhige Leben wird höchstens einmal durch Schützen- oder Maifeste unterbrochen. Doch in den Köpfen der 1800 Einwohner sieht es schon jetzt anders aus, wie auch Stadtdirektor Wind, selbst ein Mannheimer Jung, weiß. Das bedeutet natürlich einen Verlust an Heimat. Der Ort muss umgesiedelt werden. Der Standort der Umsiedlung steht nicht fest, aber wir haben vor, im November diesen Jahres in Mannheim eine große Bürgerveranstaltung zu machen, wo wir drei Standortalternativen in die Diskussion einbringen werden, damit der Bürger überlegen kann, welcher Standort für ihn aus seiner Sicht am günstigsten ist. Das gleiche Schicksal wie Mannheim droht auch Morschenich. Auch dieses Dörfchen hat sich seinen ursprünglichen Charakter erhalten. Doch nach der Umsiedlung werden die 570 Einwohner an einem neuen Standort kaum ihr gewohntes Leben fortsetzen können. Wie sehr sich das Gesicht und das Leben eines Dorfes durch die Umsiedlung ändern, zeigt das Beispiel Lichtsteinstraß. Das Dorf lag an der alten Römerstraße zwischen Köln und Paris. Seine Struktur mit Bauernhöfen und Handwerksbetrieben war über Jahrhunderte gewachsen. Anfang der 80er Jahre musste Lichtsteinstraß als erster Ort dem Tagebau weichen. Die knapp 1500 Einwohner wurden fast geschlossen an den Rand von Jülich umgesiedelt. In Neulichtsteinstraß erinnert heute nichts mehr an das alte Dorf. Es wirkt wie irgendein Vorort von Köln oder Düsseldorf. Auch wenn die neuen Häuser oft größer und luxuriöser sind, es bleibt bei vielen Wehmut. Es war Heimat, alles. Es ist Heimat und bleibt Heimat. Und die kann einem keiner ersetzen. Nicht nur Mannheim und Morschenich sollen verschwinden, auch die Autobahn A4 soll dem Tagebau weichen. Sie wird demnächst von 4 auf 6 Spuren erweitert. Zuerst zwischen Köln und Kerpen und zwischen Aachen und Düren. Unklar ist bisher noch, was dazwischen passiert. Auf jeden Fall soll die Haupteinfallstraße für den Autoverkehr von und nach Belgien und den Niederlanden, die heute völlig überlastet ist, auch auf diesem Teilstück auf 6 Spuren verbreitert werden. Nach den Plänen von Rhein-Braun allerdings auf einer neuen Trasse. Etwa im Jahr 2017 erreicht der Tagebau die Autobahn und deshalb will man sie um ein paar Kilometer verlegen. Nach den bisher vorliegenden Plänen käme diese neue Trasse direkt an den Ortsrand von Bühr. Hier, wo bisher nur Züge von Aachen nach Köln vorbeifahren, würden dann täglich zigtausende Pkw und Lkw vorbeidonnern. Doch damit nicht genug. Zwischen Köln und Paris soll der Hochgeschwindigkeitszug ICE für eine schnellere Verbindung sorgen. Auch der würde direkt an Bühr vorbeifahren. Neben Autobahn und ICE-Trasse käme dann auch noch die S-Bahn-Strecke, eine Trasse für Güterzüge und die Kohlebahn von Rhein-Braun. Für die Bührer eine Horrorvision. Deshalb kämpfen sie seit Jahren vehement gegen diese Verkehrsplanungen. Es wird also enorm laut, die Emissionsbelastung wird extrem steigen. Und dagegen wehren wir uns natürlich. Die Zielsetzung unserer Bürgerinitiativen ist die, dass wir sagen, wir möchten verhindern, dass die Autobahn 4 verlegt wird. Im jetzigen Betriebsplan der Rhein-Braun
der von 1996 bis 2020 gehen soll, geht der Tagebau quasi nur 300 Meter über die jetzige Autobahn A4 drüber. Die Leute aus Bühr, Mannheim und Morschenich haben sich inzwischen zusammengetan in ihrem Kampf gegen den Braunkohlekonzern. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Verlegung der A4 zu verhindern. Dann, so hoffen sie, wird Rheinbraun die beiden Dörfer und auch dieses ganze Land hinter der Autobahn nicht mehr abbaggern. Die Bürgerinitiativen suchten für ihren Widerstand gegen Hambach natürlich auch Unterstützung bei der Politik. CDU und SPD winkten da aber von vornherein ab. Der Tagebau Hambach 1 ist beschlossen, seit 1977. Die CDU steht zu diesem rechtskräftigen Beschluss und beabsichtigt auch, keine Initiative zu ergreifen, ihn abzuändern. Es macht ohnehin keinen Sinn. Vor der Landtagswahl 1995 hat die SPD sich eindeutig für den Tagebau Hambach 1 ausgesprochen, aus energiepolitischen Gründen, Energiesicherheit für diese Bundesrepublik. Daran hat sich nach wie vor nichts verändert. Während bei den großen Parteien also nichts zu holen war, fanden die Bürgerinitiativen bei den Grünen zunächst Unterstützung in ihrem Widerstand. Das brachte der Partei in Mannheim und Bühr viele Sympathien ein. Bei der Landtagswahl 95 holten sie dort 18,8 bzw. 17,1% der Wählerstimmen. Doch inzwischen sitzen die Grünen mit der SPD auf der Regierungsbank in Düsseldorf. Seitdem ist Hambach kein Streitthema mehr zwischen Rot und Grün. Der Punkt ist, dass wir uns natürlich an Recht und Gesetz zu halten haben. Und der Rahmenbetriebsplan für Hambach ist verabschiedet worden. Das ist schon einige Monate, schon in der letzten Legislaturperiode sozusagen auf den Weg gebracht worden. Das haben wir auch zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine gesicherte Rechtsposition durch einen verabschiedeten Rahmenbetriebsplan gibt. Diese Situation war den Grünen allerdings auch schon vor der Wahl bekannt. Dass die Partei sich jetzt auf diese Rechtsposition zurückzieht, hat die Bürgerinitiativen sauer gemacht. Im Landeswahlprogramm ist Hambach drin und nachher in den Koalitionsverhandlungen ist es unter den Tisch gefallen. Und wir fühlen uns schlicht und einfach verschaukelt. Während die Menschen aber für den Verlust der Heimat wenigstens einen Ersatz bekommen, hat Hambach für die Natur weitaus katastrophalere Auswirkungen. Die Rheinbraunbagger vernichten hier eines der größten und wichtigsten Naturwaldgebiete Nordrhein-Westfalens. Die Bürgerwälder stellen ein Geschenk von Karl dem Großen an den heiligen Arnoldus dar. Und Karl der Große hat diesem Heiligen das Waldgebiet vermacht für seine Verdienste als Sänger und Harfenspieler. Das war im Verlaufe des 9. Jahrhunderts. Und die Aufgabe an den Heiligen Arnoldus war die, er sollte ein Waldgebiet umreiten. Und das, was er an einem Tage schaffte, das sollte ihm dann auch gehören. Die Bürgerwälder sind in den letzten 1000 Jahren Naturwälder geblieben. 200-jährige Eichen stehen hier genauso wie ganz junge Buchen oder Kastanien. Ein klassischer Mischwald, der wachsen konnte, ohne größere Eingriffe des Menschen. Hier sieht alles ganz anders aus als in den Kulturwäldern, wie es sie heute fast nur noch gibt. Mit Bäumen, die in Reih und Glied stehen und alle gleich alt sind. Von den ursprünglich 40 Quadratkilometern Bürgerwäldern werden nur verschwindend kleine Reste übrig bleiben. Aus der Sicht des Ökologen sind diese Reste fast wertlos. Wir stehen hier vor einer sogenannten Naturwaldzelle, die vom Bergbautreibenden eingerichtet wurde, um solche kleinen Restposten zukünftigen Generationen noch zeigen zu können. Aus unserer Sicht ist das eine reine Alibi-Geschichte. Und schauen wir einfach mal nach links.
Dort sehen wir den künstlichen Hügel, eigentlich ein kleines Mittelgebirge, hier in der ehemals flachen Landschaft darstellend, die Sophienhöhe. Die Sophienhöhe ist ein 10 Quadratkilometer großer und 200 Meter hoher künstlicher Berg, gebaut aus dem Erdreich, das über der Kohle von Hambach lag. Dieser Berg ist von Rheinbraun schon rekultiviert, das heißt bepflanzt worden. Gleichzeitig wird er aber auch immer noch als Müllkippe für Tagebauabfälle genutzt. Die Sophienhöhe soll eine Ersatzlandschaft für die verloren gegangenen Bürgewälder sein. Aus ökologischer Sicht muss ich als Wissenschaftler ganz salopp sagen, frei nach dem Kölner Kabarettisten Jürgen Becker, für uns ist das sowas wie ein Biotop für Bekloppte. Und nur hier das Beispiel einer mehrjährigen Erle, die längst das Zeitliche gesegnet hat. Und hier in diesem gesamten Bereich stehen solche Totexemplare. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 500 oder sogar 800 Jahren sich hier eine Waldgemeinschaft wie die der ehemaligen Bürgerwälder überhaupt nicht einstellen wird. Fauna und Flora sind viel zu kompliziert, als dass der Mensch sie künstlich in den Griff bekommen wird. Von den 85 Quadratkilometern Landschaft, die Hambach frisst, wird längst nicht alles rekultiviert werden. Auf jeden Fall bleibt ein riesiges Loch von 25 Quadratkilometern Größe und einer Tiefe bis zu 200 Metern übrig. Das soll mit Wasser gefüllt werden. Niemand weiß heute, ob sich in diesem gigantischen künstlichen See überhaupt jemals Pflanzen und Tiere auf Dauer ansiedeln werden.